Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zum letzten Kalendervlog. Als allererstes möchte ich mich bedanken für alle, die mir naja, alle 13 Videos jetzt gesehen haben und es gefeiert haben, es schön fanden, fleißig kommentiert haben. Ja, das freut mich wirklich sehr. Und ich bedanke mich auch sehr bei den Mädels, dass sie mitgemacht haben bei meiner Idee. Das finde ich wirklich echt klasse. Und als zweites wünsche ich euch allen frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt einen schönen ersten Weihnachtstag und zweiten und natürlich auch den 24. selbst. Ja, also wir haben jetzt schön gegessen. Ich habe Strudel gemacht, also es ist eine russische Mahlzeit. Ja, da braucht mit Kartoffeln und allem drum dran. Ich kann euch gerne mal hier ein Bild einblenden. Das habe ich nämlich gemacht. Und meine Katzen haben sich auch richtig schön hingelegt, also in der Nähe von uns, und das war auch echt irgendwie schön. Und dann bin ich sogar, nachdem wir fertig gegessen haben und aufgeräumt haben, bin ich sogar kurz eingenickt, weil ich so müde war heute. Ja, und jetzt dachte ich mir, scheiße, jetzt ist schon fast zu spät, und ja, jetzt sitze ich hier. Mein ganzes Feedback kommt jetzt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit. Und wenn nicht, dann schaut euch das Video einen anderen Tag zu Ende. Ich hoffe, ihr tut das, denn ich habe ganz viel zu sagen. So, als allererstes möchte ich natürlich die Nummer 24 auspacken. Ja, ich freue mich wirklich sehr. Ich weiß, dass es ein Hardcover ist. Es fühlt sich sehr schwer an. Ich weiß nicht mehr, was ich auf meine Liste gepackt habe. Aber wir werden es gleich sehen, denke ich. Habt ihr auch, also beschenkt euch schon am 24. was? Um auf Abend oder in der Früh? Wie macht ihr das? Es ist die Muschelsammlerin, glaube ich, so heißt das Buch. Ja, so sieht es aus. Voll schön, da freue ich mich drauf. Wer schreibt denn das? Charlotte Richter oder Richter, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Deutsche ist oder nicht. Ja, finde ich voll schön. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Ja, Kirchen 24 ist dann doch halt immer was Besonderes. Es glitzert auch voll schön. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Halt die Farben und so. Ich lese euch mal nach den Klappentext vor. Marielle hat immer darauf vertraut, dass sie in Amlon glücklich wird. Inmitten der perlweißen Strände und des türkisblauen Meeres sollte es ihr an nichts fehlen. Aber tief im Herzen spürt Marielle, dass sie dazu nicht dazugehört. Als der Tag der Verbindung bevorsteht, an dem jeder Jugendliche seinem perfekten Partner begegnet wird, Marielles größte Angst war. Sie ist eine Sonderbar, eine von denen, für die es keine Liebesgeschichte gibt. Zusammen mit Sander, Tora und Tomo muss Marielle Amlon verlassen. Nur in Nurnen, dem Reich der Träume, können sie ihren Seelenpartner noch finden. Doch auf dieser Reise flammen Marielle plötzlich Gefühle für einen anderen auf. Und diese Gefühle bedeuten in Nurnen den sicheren Tod. Klingt sehr, sehr spannend und interessant. Ich hoffe, dass das nur ein Einzelband ist, weil eigentlich habe ich mir genau deswegen das Buch ausgesucht. Wir werden es dann sehen. So, als guter Letzt haben wir noch den Essenskalender. Ich habe auch meine Boxen schon bereitgestellt, wo ich die ganzen, hier ist es, Geschenke sortiert habe. Ach, das ist 23, mal bin ich doof. Die 24 ist das dann. So. Aha, oh Gott, das sieht in der Lidschattenpalette aus. Eyeshadow Palette steht da. Und welche Farben? Ja, finde ich schön. Ich hoffe, ihr könnt sie erkennen. Ich finde sie schön. Die kann man perfekt so mitnehmen. Also frei so mitnehmen. Wenn auch die Pigmentierung und so passt. Finde ich cool. Das ist mein schönes Geschenk. So, dann tun wir jetzt auch mal wegräumen. Natürlich jetzt noch Essie. Und da ist Türchen. Hier. 24. Und
Das ist ein dunkles Rot. Ich glaube, so ein habe ich aber schon vom letzten Jahr. Geschafft. So sieht die Farbe aus. Auf dem Bild ein bisschen heller, weil ich natürlich jetzt Ringlicht aufbauen musste. Sonst ging das halt nicht. Das ist schon sehr spät eigentlich. Genau, was machen wir als nächstes? Ich habe gestern hätte Posten bekommen müssen, aber ich war nicht da. Und heute habe ich sie halt abgeholt. Das ist die Goodie Bag. Und das wollte ich euch auch zeigen. Die gibt es jetzt mittlerweile in Österreich auch. Und vor 3 Monaten haben sie ihren Start gefeiert. Die Boxen haben 30 Euro gekostet und jetzt haben sie den Preis reduziert auf 20. Und ich dachte mir, für 20 Euro koste ich das mal aus, um zu sehen, dass es... Ich finde es voll geil, weil man kann diese Verpackung auch weiterverwerten. Du kannst mehrere, wenn du mehrere Boxen hast, stapelst du es drauf und dann tust du halt hier, keine Ahnung, Lippenstifte zum Beispiel da rein und bei anderen halt was anderes, je nachdem. Und ich würde sagen, wir machen halt auf. Es ist halt voll komplett bestückt. Riecht ein bisschen nach irgendwas Komischem. Kann ich jetzt nicht so entziffern. Hier sind auch noch so 2 Zettel. Ein Brief an mich selbst. Liebe ich. Okay. Your selfishness. Okay. Als erstes habe ich hier ein Handtuch. Oder? Nein, das ist für die Haare. Leute, schaut euch das an. Das ist so cool. Es fühlt sich wirklich super an. Es ist so ein hellrosa. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ja. Und da ist auch noch ein Knopf. Den kann man dann hier mit dem zumachen. Es ist echt cool. Das wollte ich schon lange für die Haare haben. Weil ich habe doch sehr lange Haare. Und meine brauchen Ewigkeiten zum Trocknen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Voll cool, freue ich mich. So, als nächstes haben wir hier, das habe ich schon, von Mud Maski, ein Aftermask Vitamin Serum pH Balanced. Anti-Aging, Feeding, Protecting, Nourishing, Extra Smoothing. Das habe ich schon, hin und wieder benutze ich, aber ehrlich gesagt nicht so oft. Aber ich bin halt echt kein Crememensch. Oh mein Gott. Schaut euch das an. Das sieht so toll aus. Von welcher Marke ist das? 101 Blush Powder. Steht nichts da. Oh, das ist so weich. Stinkt ein bisschen nach neu. Dazu gibt es auch noch so ein Gummidings. Glitter Edition. Von Nire. So ist die Marke, ich kann es nicht versprechen. Dann haben wir eine riesige Creme, oder? So sieht sie aus. Das ist eine Butter Buddy. Aha. Ist das offen? Ich hoffe nicht. Ist noch zu. Ich lasse es noch zu, weil ich nicht weiß, ob ich es behalten will. Aber ja. Dann haben wir noch. Was machst du? Hier noch das da. Scrub Mask steht da. 100 ml von der Marke Jorbe oder irgendwie so. Aha. Also so sieht die Maske aus. Die tut man drauf. Und dann Black Jojoba. Und dann tut man sie weg. Also wie halt eine Maske. Ich denke, ihr kennt doch diese schwarzen Peel-Off-Masken. Sowas wird das sein. Steht zumindest da, dass man das auch abziehen kann. Ja, das war's für die Box. Ich finde, für 20 Euro ist das bis jetzt ganz gut. Vielleicht nicht für jeden was, weil ich ja zum Beispiel das eine habe ich schon. Aber finde ich trotzdem cool. Ich werd jetzt noch einen zweiten Monat abwarten und dann werde ich mich entscheiden.
Genau. Aber ich wollte euch noch was zu einer anderen Box erzählen. Und zwar ist das die My Little Box. Die kam jetzt bei mir ziemlich spät, wie immer. Das sieht so aus. Es ist ein Schmuckkästchen. Ich habe schon Schmuck hier reingetan. Und hier ist auch ein Spiegel. Und es gab dieses Mal eine Kooperation mit MAC. Und ich weiß nicht, ob die Box noch überhaupt noch da ist. Aber wenn, dann solltet ihr euch vielleicht mal wirklich die vielleicht für Dezember noch gönnen. Da gibt es diesen Lippenstift dazu. Das ist ein matt Lipstick und der ist so toll in der Farbe D4 Danger 630. Schaut euch das mal an. Es gibt eh Swatches dann auf Douglas oder sowas. Und dann gab es auch ein Eyeshadow. So sieht er aus. Also ganz ehrlich, die Box kostet, wenn ihr einen Code habt, ich schreibe meinen Code runter. Genau, ob der jetzt vielleicht für euch funktioniert, weiß ich jetzt nicht. Ich kriege auch kein Geld oder so. Ich kriege halt, wenn ihr was bestellt, Punkte mit den Punkten. Keine Ahnung, was ich damit machen kann. Auf jeden Fall spart ihr bei der ersten Box 3 Euro oder so. Oder die Blob bleibt sogar für immer. Dann zahlt ihr, die kostet regulär 15 Euro, glaube ich, oder 17, ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann spart ihr halt noch 3 Euro auf jeden Fall. Genau, das habe ich nämlich auch gemacht. Ich habe auch von einer YouTuberin einen Code und der funktioniert immer noch. Also ich bezahle immer noch 3 Euro weniger. Ja, allerdings zahle ich 3 Euro wiederum mehr, weil ich ja einen Versand noch habe nach Österreich. Genau, da muss ich halt extra zahlen. Und aber ich werde jetzt die Box abmelden und sie zu meinen Eltern schicken, weil ganz ehrlich, ich kann jetzt auch ein paar Wochen oder so warten und hole sie dann dort und spare halt die 3 Euro mehr. Das ist nämlich meiner Meinung nach die beste Box, die ich abonniert habe bis jetzt, weil die Pink Box und die alles okay. Weil die Pink Box und die Glossy Box haben halt oft Wiederholungen. So. Also, das alles habe ich gesammelt von Essence. Und ich muss euch ehrlich sagen, 24,95 kostet der normal. Ist alles okay mit dir? Der wuselt gerade mit dem Vorhang. Okay. Und das hätte ich jetzt nicht gezahlt. Für das, was jetzt drin ist, ja, schön gut. Die Palette ist cool. Aber die kostet vielleicht 3, 4 Euro und ich kann mir eine größere kaufen oder eine bessere oder die 1000 Sticker oder der Nagellack, der 1,25 € kostet. Wisst ihr, was ich meine? All das, das Einzige, was ich noch am besten fand, neben jetzt der Eyeshadow-Palette, ist das da. Das ist die Wimperntusche. Der Lippenstift war jetzt auch okay, und dieser Labello da, der die Lippen vom pH-Wert ändert, ist auch eine coole Geschichte. Die Badebombe, wie gesagt, werde ich jetzt verwenden. Für 12 Euro hat sich das gelohnt und würde ich dann nächstes Jahr wahrscheinlich auch machen, weil die ganzen Nagellacke und so kann ich einfach weiter hergeben, wenn sie mir nicht gefallen oder so. Und auch den Rest der Kleinigkeiten und was mir halt so gefällt, behalten. Aber ja, ob das sich dann noch lohnt, wenn ich dann eher alles weggebe, was ich nicht so mag, ist halt die Frage. Muss ich mir bis nächstes Jahr überlegen, aber nach dem jetzigen Stand, glaube ich, würde ich es mir doch nicht kaufen. Na, also die 12 Euro kann ich sparen. Ich kaufe mir lieber davon eine große Palette oder sowas. So, dann haben wir jetzt noch Essie. Und das sieht natürlich ein bisschen schwerer. Das ist in dieser Box hier. Und da muss ich sagen, ist dieses Jahr auch sehr viel Schmuddelkuddel dabei. Das sind die ganzen Nagellacke, die ich jetzt gesammelt habe. Da haben wir einmal das da. Das dabei und dieses Armbandzeug, was auch immer. Die Nagelfeile. Naja, okay, es sind nur 4 Sachen. Der Rest sind alles Lacke. Also, ich würde auch sagen, ich würde mir jetzt die ganzen 55 Euro auf keinen Fall bezahlen. Das ist mir das doch nicht wert. Aber für die Hälfte des Preises auf jeden Fall. Hier sind Full Size dabei. 2, 4, 6, 8.
Fußsets. Und dann 2, 4, 6, 8, 9 kleinere dabei. Bei den Fullsets ist dabei, es ist ein schnell trockener Topcoat dabei, also man kann es einfach nur drüber tun und dann trocknet es auch schnell. Dann haben wir dabei einen normalen Topcoat, der halt es so ein bisschen wie Gelnägel macht, also diesen Glanzeffekt hat er denn. Ach so, ja, dieses Ding. Okay, es sind 5. Ja, dann haben wir schöne Farben. Ich finde dieses Babyrosa eine meiner Lieblingsteile, die dieses Mal dabei sind. Und dieses knallige Rot. Darauf freue ich mich auch wirklich sehr. Die beiden Farben sind fast identisch. Es ist nur minimaler Rotunterschied. Minimal. Würde sich das lohnen? Eher nicht. Ich hätte mir ein anderes Rot gewünscht. Genau. Und dann haben wir noch die... bei den Kleinen hat mich jetzt besonders angefixt dieses Silber. Das werde ich mir... Am 26. feiern wir Weihnachten bei der Familie von meinem Freund, weil sein Bruder seinen 30. Geburtstag hat. Er hat genau heute Geburtstag am 24. Ein Weihnachtskind ist er. Und da werde ich das dann machen, weil ich ein silbernes Kleid anziehen werde. Genau. Das finde ich cool. Was ich scheiße finde, ist dieses Öl. Ich finde es unnötig, aber die einen lieben es. Und es gibt sogar auch noch zwei verschiedene Topcoats. Da gibt es den da, der ist mit Glitzerpigmenten drin. Ich glaube, man sieht es jetzt hier nicht, leider. Und noch einen weißen. Den habe ich auch schon gut verwendet. Naja, bei 4-5 Schichten, die ich drauf tue, geht auch gut weg. Ja, und das war's mit der Box. Also wie gesagt, da will ich auch, hoffentlich kriege ich nächstes Jahr auch einen Kalender, was 50% reduziert ist, weil das lohnt sich auf jeden Fall, wenn er 50% ist. Wenn ihr wirklich Nagellack liebt und auch gerne davon sammelt. Ich habe jetzt vor, nur noch hochwertigen zu investieren, weil die ganzen Essence-Teile oder Catrice, die ich habe, die gehen nach einer Zeit lang kaputt. Und es ist halt so, je länger es dauert, ich habe halt noch sehr alte. Und da dauert das, bis der Nagellack endlich mal komplett hart ist, einfach Ewigkeiten. Deswegen lohnen sich die billigen für mich momentan einfach nicht, weil in 4 Jahren haben die schon was Gutes oder so. Auch jetzt, also wenn ich jetzt einen Essence-Nagellack benutze, ist der super. Aber ich denke mir, du könntest auch ein bisschen mehr Geld investieren und dann hält es länger. Ich habe den Lack jetzt knapp eine Woche drauf und mir ist der ganze Lack abgefallen. Weil ich habe aber etwas Cooles benutzt, das werde ich euch mal irgendwann mal zeigen. Jetzt nicht, ich habe jetzt keine Ahnung, wo das jetzt liegt. Und zwar ist das, das ist so eine Art kleines viereckiges, achteckiges Teil auf 3 Seiten. Es gibt da 3 Seiten. Die eine Seite tust du abfallenden Lack. Also dein Nagel so ein bisschen. Auf der zweiten tust du es noch einmal ein bisschen nachfallen. Und auf der dritten ist eine Politur drauf. Das sieht nämlich aus wie Nagellack. Und das hält bis zu 2 Wochen. Ich spüre ihn jetzt noch ein wenig. Ich glaube, man sieht es auch. Ja, vielleicht nicht ganz. Aber ich spüre es, dass immer noch so eine Art Lack drauf ist. Obwohl man ihn nicht wirklich sieht, dass es jetzt wirklich Lack ist oder so. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Wenn nicht, dann nicht so schlimm. Ich werde es euch dafür zeigen. Dann wollte ich euch noch zeigen, die Jenny hat doch noch mir 2 Sachen mitgeschickt. Das will ich natürlich euch erzählen. Hier ist ein Teelicht drin. Finde ich echt cool. Leider ist es beim Transport ein bisschen angequetscht. Ist nicht so schlimm. Ich finde, das sieht echt süß aus. Ist bestimmt von irgendjemandem handgemacht, weil so viel Mühe und man kann es theoretisch auch auf den Baum hängen, glaube ich. Oder es ist nur so da. Ich glaube, es konnte man auf den Baum hängen, aber erstens habe ich keinen Baum, zweitens ist es abgegangen. Und dann haben wir noch den kleinen Rudolf hier. Da zieht man auch dran und hier ist was Süßes drin. Finde ich echt coole Idee. Wirklich, wirklich cool. Ja, das war's für dieses Video und für das letzte Video für den Kalendervlog. Ich werde euch natürlich bei dem neuen Neuzugängen alle 24 Bücher noch einmal zeigen. Selbstverständlich
für die, die jetzt keine Zeit hatten, jedes Türchen mit anzuschauen. Verstehe ich voll und ganz nicht. Jeder hat so viel Zeit, sich die Videos anzuschauen. da bin ich auch nicht böse und so. Das ist vollkommen normal. Und ja, es kommen halt noch einige Videos jetzt, hoffentlich. Ich habe eine Liste gemacht, was ich drehen muss. Und ja, morgen gibt es bei uns dann Ritzrouladen, ganz lecker, ich freue mich drauf, ich liebe die. Die machen wir ganz, ganz selten, weil es so, also nicht wirklich aufwendig ist, aber Rindfleisch ist auch super, super teuer. Und deswegen machen wir das halt nicht so oft, weil für ein Kilo fast 16 Euro zu zahlen, ist manchmal nicht einfach. Da verzichte ich lieber auf Fleisch, ganz ehrlich. Also ich bin sowieso niemand, der Fleisch jeden Tag isst oder auch gerne. Also ich weiß nicht, ich könnte vegetarisch locker leben, aber ja, muss ich aber nicht. Deswegen, also ich werde jetzt keine Vegetarierin oder so. Wenn ihr seid, freut mich, dass ihr es so lange durchzieht. Ich kann es zum Beispiel, wenn wir, also mein Vater und ich haben oft gefastet, dass ich meine Eltern noch gelebt habe. Das hat Spaß gemacht, das haben wir so ein bisschen angespornt, wer hält länger aus und so. Und meine Mutter hat nach 3 Wochen oder so abbrechen müssen, weil sie Eisenmangel bekommen hat und so. Da, also bei ihr ging es dann nicht so gut, deswegen musste sie dann wieder Fleisch essen. Ich tendiere auch zum Eisenmangel, also wenn ich sehr lange kein Fleisch esse, was bei mir durchaus mal vorkommen kann, dann esse ich, ja, habe ich Eisenmangel, genau. Aber ansonsten muss ich jetzt Fleisch nicht essen. Ja, meine Lieben, es ist so traurig, dass das letzte Video jetzt da ist, aber was muss, ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr habt einen schönen Weihnachten und ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr also zu Weihnachten bekommen habt. Ich Ich weiß nicht, so viel.